willkommen zurück auf meinem Kanal. Habe seit langem keine Videos mehr hochgeladen oder ich kam nicht dazu. Ich habe auch viel aufgebraucht. Und ja, dann haben mich ein paar liebe YouTuberinnen und auch so, die keine YouTube-Videos machen, mir geschrieben und auch per YouTube Nachrichten zugesendet, dass sie mich mittlerweile vermissen. Ja, jetzt habe ich auch, habe ich mich entschieden, nee, jetzt kommt noch mal ein Video hoch. So, und da habe ich mich vor ein paar Tagen mit der lieben Sentimental Memory ausgetauscht. Und da habe ich so ganz spontan gefragt, ob wir ein kleines Tauschen miteinander wieder mal machen, weil wir haben lange jetzt nichts nicht getauscht. Ja, dann hat sie auch ganz ohne zu zögern, na klar, gerne gemeint. Und ich bekam heute das Paket und da habe ich gemeint, das packe ich doch gleich mit euch zusammen aus. Ich habe schon aufgemacht und kurz neigespickt. Da schaut gleich so eine Kerze raus. Da steht: Ja, liebe Selfie, ganz liebe Grüße sende ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich vermisse deine YouTube-Videos. Hab ein paar schöne Stunden mit diesen Duftis. Alles Liebe, Sentimental Memory, beziehungsweise Petra. Vielen lieben Dank, Petra. Sehr lieb von dir. Da greife ich dann auch gleich ein. Hier haben wir ein paar Naschis drin und auch Tees. Und Schokokästchen sehe ich so von hier. Die Öhrchen. Und so. Schokoeier. Genau. Tees sind da drin, wie schon gesagt. Und so. So leckeres. Vielen lieben Dank. Die packe ich nachher aus. So, und dann schauen auch schon zwei Päckchen oder Tütchen raus. So schaut's aus. Dann nehme ich auch gleich einen raus. Na? Schön osterlich eingepackt allerdings. So, ausleeren. Genau. Einmal von Goose Creek Love Letters. Das ist ein sehr schöner Duft. Ein floraler, ich habe allerdings noch von dem der Hauswärmer, freue mich für Nachschub. Muss ich da nicht unbedingt den Hauswärmer unter dem Wärmer stellen, kann ich gleich die zwei verwenden. Ist wirklich sehr schön floraler Duft, gefällt mir sehr. Dann haben wir von Country Candle Sweet Stuff. Das ist doch der, auch der rosane, ja klar, der rosane, die rosane Kerze mit so ähnlich wie Marshmallows auf dem Label, aber das hat mit dem Label, der Duft hat mit dem Label nichts zu tun. Ich wollte den schon, ich bin nicht gekommen, die Kerze von Country Candle zu kaufen. Aber gefällt mir sehr, parfümig, fruchtig, floral, feminin. Eigentlich ein Duft für mich, gefällt mir sehr, werde ich gerne ausprobieren. Habe ich allerdings noch nie gehabt. Werde ich sehr gern ausprobieren. Dann haben wir von Kringle Candle Beachside. Beachside. Von denen hatte ich ein paar Daylight, zwei Stück hatte ich, einen habe ich noch. Ist wirklich eine frische Duft, frische, ich glaube frische, tick männlich, also nicht ganz, also ist nicht mit Duschgel oder sonst was oder mit Lamelle oder so zu vergleichen, nein. Also frisch. Also frische Wasser, Wasserduft, also nicht so was, es gibt ja so Wasserdüfte, so wie Regenduft,
Geht eher in die Richtung, aber frisch. Würde ich gern probieren. Oder verdüfteln. Ne? Dann haben wir von Bath & Body Works Wintermelon Lemonade. Wassermelone rieche ich raus. Ich liebe auch fruchtige Düfte, also aber so die Limonade, Lemonade, rieche ich jetzt so kalt nicht raus. Ich rieche mehr, also mehr die Wassermelone als jetzt die Lemonade, Nade. Aber also Tick rieche ich es raus. Aber ich bin mir sicher, dass der warm stärker rauskommen wird. Und das ist meistens so bei mir, bei meiner Nase. Dann haben wir von Kringle Candle Limitless. Limitless, ja, Limitless. So schaut's aus. Schwarz, Anthrazit, Quarz. Dunkelgrün Farbe auch. Ne? Oh ja, das ist für mich auch ein maskuliner Duft. Eine schöne, maskuline Duft für mich. Werde ich auch gern verdüften. Und dann haben wir wieder ein rosanes Wachs von Yankee Home Inspiration Sugar Red Blossom. So zwei Stückchen, auch abgegossen. Von der Kerze, denke ich mal, mache ich auch immer. Mittlerweile auch sehr, sehr oft. Finde ich sogar viel, viel besser. Einfach, wenn es unterm warmen Stelle, sobald es so flüssig ist, so ein Stückchen, dann tue ich auch einen alten Klemmschalls oder Förmchen und dann ein Lämpchen, so nach und nach. Ich liebe diesen Duft. Sehr schön, feminin, parfümig, floral. Ich habe auch einen Hauswurm davon. Immer wieder gerne. Ist ja auch eine kleine Schwester von. Jetzt fällt mir nicht der Name ein. Viele wissen es von euch. Von der Standardduft war das mal. Das ist auch kleine Schwester von dem. Wenn ihr wisst, könnt ihr es doch unten im Kommentar hinschreiben. Aber mir fällt jetzt der Name nicht ein. So. Dann nehme ich gleich die nächste Tüte mit so schönen Herzchen. Leere ich auch aus. Light Candles Alice in Wonderland. Da wollte ich auch mal immer bestellen. War ich zeitlang wirklich angefixt von der lieben Sentimental Memory. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Also, ich habe ja auch so viele zu Hause, so viele Hauswürmer. Und da habe ich mir gedacht, immer hin und her. Aber habe es immer noch nicht geschafft. Aber jetzt darf ich es probieren. Freut mich. Alice in Wonderland. Karamelliger Kaffeenote. Rieche ich gerade raus, ja. Ich weiß nicht, ob mich meine Nase täuscht. So Karamell. Karamelllatte. Oder so karamellisierte Schoko mit Kaffeenote. So in die Richtung. Ja, auf jeden Fall etwas Leckeres. Alice im Wunderland. Vom Party Light Afternoon Breeze in weißem Wachs. Zwei Stücke von Clamshell. Es ist leicht frischer, süßlich frischer, minziger Duft. Ist auch noch Frucht mit drin, ja. Ananas. Süßlich, leicht frisch und minzig leicht.
habe es jetzt verkehrt umgehalten. So. So. Dann nochmal von Kringelkandel, das Set Out. Auch so ein weißer Wachs. Kringelkandel hat ja immer weißer Wachs. Zwei Stücke von einer Klemmschleife. Von denen hatte ich auch ein paar Daylights. Für mich ein sehr schöner, leicht süßlicher, holzlicher, parfümiger Duft. Den habe ich immer wieder gerne. Diesen Duft liebe ich auch von Kringelkandel. Die Out-Düfte von mir, die meistens, die mag ich. Fast von allen Marken, so holzige, auch feminin, parfümig, maskulin. Ein Kringelkandel, Mystic Scents. Auch weißer Wachs, zwei Stücke. Ja, ein sehr schöner, maskuliner Parfümduft. Das ist, ich bin mir sicher, das ist auch ein Dupe zu einem maskulinen Parfüm, weil der ist echt schön. Sehr, sehr schön. Der maskuline, parfümige Düfte mag, musste den probieren, von denen hatte ich auch, ja, auch Daylights. Super Duft. Von Party Light, Sunkissed Linen. Ich gehe davon aus, dass das frische Wäscheduft ist, so frische Frau. Ja, aber ein anderer. Also schon frische Wäscheduft eher. Tick floral. Aber schon frische Wäscheduft. Kann ich mir gut im Badezimmer oder im Wäscheraum vorstellen. Von Genki Candle Sweet Melon, Melone, süße Melone, auch von einer Kerze abgegossen. Ein schöner Melonenduft. Es ist süß, aber nicht zu süß. Gefällt mir. Im Sommer mag ich eh fruchtige Düfte. Werde ich gerne verdüften. Dann von Sensi Pina Colada Cha Cha. Zwei Stücke. Das ist wirklich eine Pina Colada Duft. So Kokos. Kokos, Ananas, also ich habe, diesen Duft kenne ich nicht. Ich glaube, ich habe noch vom Tauschpaket noch einen, auch so zwei Stücke oder ein Stück, aber ich habe den noch nicht warm gehabt, aber der riecht wirklich, aber den, ich kenne den Geschmack von Pina Colada und der riecht wirklich original danach. Wirklich, so Kokos, cremig, Ananasmäßig, milchig irgendwie. Jetzt nicht milchig in dem Sinne, also es ist diese cremige. Sehr lecker. Werde ich auch gern verdüften den. Denke ich mal demnächst, wenn es wärmer wird. Dann komme ich, dann lange ich weiter rein in das Paket. Komm, da schaut mir schon noch zwei Sachen. Ich denke, eine Bodylotion. Noch bekommen. Schon. Ja. Also so intensiven Duft rieche ich jetzt nicht raus, aber nutze ich gerne. Dann habe ich hier nochmal Mecco Beauty Highlighter, Glow Highlighter. Vielen lieben Dank. Dann schaut auch schon eine Badebombe von der lieben Sentimental Lowry.
du ja auch gerne. Da ist jetzt der Teil Ei ab, aber hier steht Ingwer. Aber man riecht, also der riecht wirklich stark. Das riecht man auch so, ohne die Tüte hier aufzumachen. Es ist ein sehr schöner, ich rieche den Ingwer raus. Eine sehr schöne, angenehme, also eher so ein angenehmer Strandduft. Also richtig da, also bei dem würde man auch gerne baden. Wirklich. So, dann habe ich nochmal ein großes Paket. Paket. In dem Sinne, ne? Dann greife ich auch gleich rein. Und das sind, wie ich schon sehe, ihren eigenen jede Menge. Mei, wie schön hast du die denn gemacht? Gefallen mir wirklich. Candy Banana. Muss ich euch unbedingt zeigen. Ist der schön. Na, komm raus. Will beide zeigen. Das hat es so schön gemacht. Sehr schöne Bananenduft. Nach was riecht es? Es ist eine süße Bananenduft. Es gibt doch solche Schokobananen innen drin, so mit weißen Bananencreme. Genau so riechen die. Jetzt fällt es mir ein. Wirklich, 1:1. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das sind doch solche Bananenstücke, die dann außen Schokolade ist und innen drin so Bananencreme. Genau nach die riecht es. Lecker. Dann greife ich weiter ein. Love at the first sight. Mickey Mouse und Minnie Mouse. Gefällt mir. Es gefällt mir, aber ich kann es euch leider nicht beschreiben. Ich rieche eine schöne fruchtige Note raus. Ich hoffe, meine Nase täuscht sich nicht. Gefällt mir aber sehr. Werde ich auch gerne. Letzter Kirschnote rieche ich raus. Schöne Kirschnote, gefällt mir. So, und dann greife ich weiter ein. So ein Herzchen. A gift for my Valentine. Ja, das ist ein floraler feminin Parfüm für meine Nase. Gefällt mir. So. Die Formen gefallen mir auch allerdings sehr, sehr gut. Diese von Star Wars Köpfen. Die mag ich echt. May the Force be with you. May the Force be with you. Auch ein fruchtiger Duft. Dieser Duft kommt mir auch wirklich sehr bekannt vor. Also Früchte. Die riechen auch wirklich intensiv. Von der lieben Petra. Gefällt mir. Kann es aber auch leider nicht beschreiben. Auch ein fruchtiger, sehr toller Duft.
Was ich noch einen tollen Form von der Petra mag, sind die Schlumpfformen. Blue Marshmallow. Ich liebe Marshmallow-Düfte. Also, ich hoffe, dass mich meine Nase nicht täuscht, aber ich rieche. Zum Beispiel von Sensi Bonfire Beach mit einem Hauch Marshmallow. Ganz, 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 ganz leichte Seeluft. Also gefällt mir sehr. Werde ich sehr gern verwenden. Winter. Wie der Name schon sagt, denke ich, das ist ein Winterduft. Ganz schön liegen. So Glitzer hinten. Oh ja, aber ein schöner Winterduft. Grün, leicht, süß, frisch. Holzig, mein Geschmack. Golden Orchid, Glitzer, Blümchen. Floral, blumig, klar, Golden Orchid, aber feminin parfümig in die Richtung. Gefällt mir. Goldilocks, so steht's. Auch sehr schöne feminine parfümige Duft. Es sind auch Blumentöne drin. Sehr schön. Auch ein Duft zu einem femininen Parfüm. Bin mir sicher. Riecht sehr toll. Oh, sind die süß. Fresh Country. Hat so ein schönes Etikett gemacht, muss ich ehrlich sagen. Muss ich euch gleich zeigen. Hat sie schon echt süß aus, die zwei Melz. Ist das nicht niedlich? Sehr schön. Der riecht mir 1:1. Jammy Time von Sensi. Ich kenne auch diesen Öl. Ich liebe diesen Duft. Werde ich gern verdüfteln, aber gefällt mir. Die nächste Tüte. Vaporub. Eins zu eins wie Vaporub, der Duft. 1:1. Wer mal seinem Kind so wie Vaporub oder sich selber mal so im Winter, wo ihr mal Husten hattet. 1:1. Ich mag diesen Duft allerdings also. Christmas Past. The Past. Passen genau zum Christmas. Eine gewürzige Note.
Zimt, auch herbstlich, so kalt gerochen. Gewürze, herbstliche Note. Würde ich gern im Herbst, Winter verdüften. Home sweet home. Wieder ein schöner Met. Ja, Home sweet home. Home sweet home, klar. Home sweet home. Der riecht mir fast wie Yankee Candle Home Sweet Home. Sehr, sehr ähnlich. Candy Apple. Name ist, denke ich mal, vorprogrammiert. Ich mag ja so richtige Apfeldüfte nicht, wenn ich da sauren Apfel rausrieche mit irgendeinem anderen Duft gemischt. Ich mag es überhaupt nicht. Also. Aber bei dem ist es ganz angenehme, vielleicht weil der Candy auch mit drin ist, denke ich mal, eine ganz schöne süße Apfel. Also diese Mischung ist toll. Ich weiß nicht, ob sie selber gemischt hat oder Candy Apple. Also gefällt mir. Wintersgruß. Auch schöne Melz. Ja, ich kann den auch fast mit einem Kerze vergleichen, aber mir fällt der Name nicht ein. Wintersblues, ja. Mir fällt der Name von der Kerze ein. Ist es vielleicht Candlelit Cabin? In die Richtung. Eine sehr tolle Duft. Der ist tick anders, aber in die Richtung von Candlelit Cabin geht der. Ich liebe ja solche Düfte. Nehme ich mal alles raus. Das sind dann 2, 4, 6 Düfte noch. Hat sie mir jede Menge eingepackt, liebe Petra. Love in Endless. Idleness. Wie man das auch sprechen mag. Ach, auch ein. Muss ich euch zeigen. Den anderen. Wahnsinn. Oh, das ist das richtig. Leicht vanillige, karamellige Note. So Toffifee-Duft. Vanillige Toffifee-Duft. Gefällt mir. Christmas Cabin. Rentierköpfe. Ja, das ist eine zimtige Note. Zimtig, gewürzig. Auch in die Richtung von Home Sweet Home. Aber tick anders. Geht's da hinten?
Pink Marshmallow. Auch wieder die tollen Formen, Schlumpfformen. Ich kenne diesen Duft von der lieben Sentimental Memory und ich liebe sie. Das ist Marshmallow-Duft. Da rieche ich mehr, ja, das leicht holzige Marshmallow. Gefällt mir aber sehr. Banane, Bananennussbrot, gleich auf Deutsch übersetzt. Bananennussbrot, Nussbrot. Sehr schön in zwei Farben. Ja. Also ich rieche Banane mehr raus als das, als die Brotnote oder Brotduft. Ich rieche, also kalt gerochen rieche ich die Banane mehr raus. Also fast keine so gebackenes Brot, Brotnote oder so. Ne? Alien Type. Ja, Jupp vom Alien Parfüm. Ich besitze diesen Parfüm auch und ich liebe diesen Duft. Ich liebe auch diesen Form, Geistform, habe ich auch. Ganz süß. Sweaterwetter, Sweaterwetter. Auch in dieser Geistform. Ja, ist auch ein intensiver Kaschmir-ähnlicher Duft. Kuschelig. Sweaterwetter, ja. Es ist wirklich eine intensive, parfümige Kaschmirnote. Gefällt mir auch. Ich liebe Sweaterwetter-Düfte. So, und ich glaube, dann haben wir es auch schon durch. Da kommt sogar noch was raus. Und zwar das letzte Stück, eine Handcreme. Von Ivi. Vielen lieben Dank. Werde ich gern nutzen oder benutzen. So, liebe Sentimental Memory, vielen lieben Dank für all diese Duftis. Ich habe bis jetzt, bin ganz ehrlich, ich habe bis jetzt keinen einzigen Duft gerochen, wo ich jetzt gesagt hätte, wer mag ich nicht. Sonst hätte ich es euch auch gleich gesagt. Bin ganz ehrlich, mal schauen, ob es mir dann warm, aber grundsätzlich, wenn sie mir kalt gefallen, gefallen sie mir auch warm. Also bedanke ich mich nochmal bei dir und an euch. Danke fürs Zuschauen. Es hat mich gefreut, wieder mit euch zu sein. Wir sehen uns im nächsten Video nochmal. Macht's gut. Tschüss.